Und wenn du etwas anderes außer freiem Ausweichen machen willst, wenn du etwas anderes außer freiem Ausweichen machen willst, musst du erst eine Positionierung schaffen. Also machen. Schaffen, machen. Gut, dann ist mein Fleischkonstrukt durch. Das alte Mütterchen sagt gerade einen weiteren Krähensturm an. Macht sie nächste Sache, nächste Runde. Denk dran, Krähenruf braucht eigentlich 7 Aktionen. Ja. Vielleicht was verkürzt, ja. Wird sie, wie gesagt, diese Runde nicht durchkriegen. Wir gehen in die 5. Kampfrunde. Habe ich nicht noch eine Aktion? Ich war noch nicht. Stimmt. Ja, Entschuldigung, ihr habt vollkommen recht. Jalan zuerst, hat die Initiative. Da wir in der Umwandlung sind, machen wir einfach mal. Ich versuche mal, ob ich ihn niederwerfen kann. Ich mache einfach einen Angriff zum Niederwerfen. Mal gucken, ob ich ihn damit von Iola aus wegkriege. Und würde treffen. Das ist ein großer Gegner. Ich weiß nicht, ob er niedergeworfen werden kann. Entscheide einen Notfall einfach. Richtig, denk dir eine KK für den Jungen aus und würfel die dann. Ich glaube, die hat der Homunculus sogar. KK ist nur 17, das ist gar nicht so viel. Richtig, dann macht er einfach, Wunschwelle hat er nicht, macht einfach eine normale KK. 8. Und er bleibt stehen. Dann verliert er 1v6 Inni. Ach so, ja, oh Gott. Und die 13 Schaden kriegt er trotzdem. Würfel bitte schnell einen W6. Ein W6, ja. Und dann kann 5. Ich hier... 5 sind 5, gut. Das hier ist der richtige Homunculus und das ist der Rest. Sind, wie viel Schaden? 13 Schaden. Dann hat er noch 31. Das war deine letzte dritte Aktion, Ölmaster. Hat er nicht Rüstung? Stimmt. Dann hat er ja. 34. Ömer. Letzte Aktion nachladen und dann hat er noch eine Aktion übrig. Da zielt er auf das alte Mütterchen, die anscheinend irgendwie Krähen ruft, was ganz böse ist für den armen Ignar. Runde vorbei für Ömer. Gut. Eine Aktion gezielt, ein Punkt Bonus. Kampfrunde, jetzt die 5. Ömer, ziehst du vor? Nein. Ich ziehe aber vor. Ich gebe ihm einfach noch einen zum Niederwerfen. Machen wir da nochmal eine 2er Ansage zur Schadenserhöhung rein. Siehst du, ich hab die Amazone vergessen, jetzt ist es zu spät. Da wäre das. Das ist Schadenserhöhung. Da hast du den, liegt nicht über seiner KK, macht eine normale KK. Nehmen wir schon mal die Zone. Das ist der Torso. KK die Hälfte ist damit geschafft. Er verliert seinen W6 Inni, 6 Punkte. Dann ist er auf der 0. Okay. Und noch eine Aktion. 16 Schaden im Torso sind dann 13, richtig? Minus 3 sind 13, sind 21. So, dann habt ihr da ordentlich runtergezählt. Das war der erste Angriff. Wild Oma schießen? Immer zieht nicht vor. Immer zieht nicht vor. So, dann ich würde noch gerne vorziehen. Ja. Die Amazone, steht die noch mit dem Rücken zu mir? Nee, ich hatte sie eben, wie gesagt, vergessen. Sie wird sich in der Zeit umgedreht haben, weil ihr das lohnendere Ziel seid. Sie dreht sich um. Und ist damit nicht mehr mit dem Rücken zu euch präsent. Alles klärchen. Hatte sie eine Rüstung an? Sie hat eine vermoderte Rüstung an. Sie trägt ein Schild und eine Ochsenherde. Okay, weil seine Rüstung, die Rüstung wird ja auch noch abgeflammt durch das Flammenschwert. Das ist richtig. Die ist gerade dabei zu schmoren. Da kämpft wohl das elementare Feuer von dir gegen das Unwasser, den Unhumus, der in ihre Rüstung eingedrungen ist und... Ja, das riecht bestimmt lecker. Ja, das ist richtig widerlich. Okay, ich würde sie dann einfach mal angreifen. Diesmal mit Finte 4. Mhm, das macht sogar Sinn, weil sie Schildträgerin ist. Warum auch immer sie ein Schild trägt, weil sie muss nicht unbedingt parieren. Zumindest kriegt sie keine Wunden, aber ich würde das trotzdem gerne machen, weil sie nicht mehr so viele Lebenspunkte hat. Mit der 19, das wird sie als Untoter trotzdem nicht schaffen. Normaler Mensch schon, als Untoter nicht. Schaden, hast du schon gewürfelt? Ja, 15 dann brennst du jetzt noch ein bisschen mehr. Dann beschreib mal die Szene. Ja, also mit dem zweiten Hieb des Flammenschwertes, dem die Amazone nicht ausgehen kann, nicht parieren kann mit ihrem Schild, der beißt sich dann in ihren Schwertarm, hackt ihn so halb durch, fährt noch in den Torso so ein bisschen rein und dann sinkt die Moorleiche leblos zu Boden. Endgültig. Gut. Auch du kannst erkennen, dass Dracodan jetzt eine schwarze Kugel, die wohl der Drache in seiner Kralle getragen hatte, hervorgeholt hat. Ist unglaublich schwer, kann sie auch gar nicht richtig in die Hände nehmen, sondern rollt sie jetzt erst einmal von dem Drachen weg in...
ja, in seine Richtung, in Richtung des Kopfes und sinkt erst erstmal auf den Boden zurück und nickt dir noch einmal dankbar zu. Ihm ist natürlich bewusst, dass er dann großer Gefahr mit der Amazone schwebte. Gut. Isarun ist fertig. Andere Leute? Ich will auch vorziehen. Ich möchte die kleine Selinde nochmal stechen. Die kleine Selinde. Ja, dann zieht sie vor. Dann zieht sie vor und greift dich an. Zweimal. Auf welcher Distanzklasse sind wir denn jetzt? Weil wenn ich sie, ich meine, wenn ich sie angreife und sie greift schon jemanden an und hat keine Aktion, fangen wir dann auf meiner Distanzklasse an? Normalerweise schon. Sie kann sich aber durch dich hindurch bewegen. Das heißt, sie kommt, sie macht freie Schritte nach hinten. Sie kann 3 Stück machen, beziehungsweise sogar 4 Stück. 4 Schritte kann sie sich frei bewegen. Dann hier gar nicht, ab der 31 kriegt sie die nächste. Das heißt, sie kann sich 3 Schritte nach hinten bewegen, ist dann nicht mehr mit ihr im Kampf und kann sich dann durch die höhere Initiative, jeweils durch 4 Initiative, durch 4 Initiativpunkte kann sie dann die Distanzklasse von S auf N auf H wechseln. Da sie keine Passierschläge kriegt, kann sie das auch einfach so mit einer freien Aktion Schritt machen. Nur so ein Gedanke. Genau. Geht auch, es sei denn, du hältst sie gegen. Ja, das mache ich dann natürlich. Das ist das, was Jalan hier eben auch getan hat bei Selinde. Das war der Sturmangriff. Ich halte sie natürlich gegen. Ach so, warte mal. Stimmt, du hast recht, ne? Das war nur der Sturmangriff. Das war der Sturmangriff. Sie kann jetzt ohne Probleme auf H rangehen und anfangen, ihn zu beißen. Ja, dann fängt sie jetzt an, dich zu würgen. Raserei. Dann geht sie gleich auf N. Ja, ich glaube, dann kann ich meinen Spieß gar nicht mehr nutzen, richtig? Mit S? Außer du hast eine Schwernis von 12? Nee, nicht mit 2 zu kurz, genau. 2, genau. Also du kannst, wenn du die tiefere Distanz hast, dann kannst du mit 12 verteidigen, aber du kannst bei einer zu langen Waffen kannst du nichts mehr tun, nee. Gut, ja, also eine Distanzklasse plus minus geht immer. Nur nicht, aber das ist die zweite, genau. Also wenn du jetzt keine N-Waffe hast, sondern nur eine S-Waffe, dann kannst du nichts mehr tun. So, sie springt dich an. Zweimal. Ja, sie kann, glaube ich, zweimal angreifen, bevor ich was tun kann, richtig? Das ist richtig. Ja, dann mach Schaden. Ja, das eine ist eine 1 und das ist dann auch bestätigt. Sind 2 Angriffe, einer doppelt. Brauchst du Zonen? Das kannst du mir auch schon mal geben und dann sage ich dir gerade, sie macht 1W6 plus 4. Ich weiß nicht genau, wird das durch Raserei nochmal modifiziert? Nein, nur Sturmangriffsschaden. Nur beim Sturm. Nur beim Sturm. Ah, ja gut, den will ich ja nicht. Also ich mache jetzt 1W6 plus 4, verdoppelt und dann eine Autowunde, wenn sie schon eine Wunde dadurch verursachen sollte. So, das sind einmal 4 plus 4 sind 8 mal 2 sind 16 in das linke 16 Bein. 16 linke Bein. Wenn das eine Wunde ist, kriegt er automatisch noch eine. Ist keine Wunde. Gut. Glück gehabt. Und 5 plus 4 sind 9. Ja. Da beißt du mir nur in den Arm. Da passiert nichts. Oh, gut, dass du hart im Leben bist, Alter. Ist ja noch härter drauf als ich. Schade. Finde ich gar nicht. Das war Selinde. Gut, ist meine Aktion, sie gezielt zu stechen wollen, jetzt verbraucht? Nein. Nein. Da okay, du freie Aktion, gegen meine Waffe fallen lassen und dann versuche ich hier in die Schnauze zu hauen. Okay. Ja, klar. Prüge dich mit kleinen Kindern, Westermann. Ja, ich mache aber. Ich ziehe euch mal hier so ein bisschen raus. Ja, ich wandle auch gleich offensiv um. Weil das erste Mal treffe ich nämlich nicht. Raufen, ja. Die ist aber auch. Beschreib mal die Szene, wie du jetzt gerade mit Selinde kämpfst. Ja, kaum wollte sie gerade noch stechen, tanzt sie unter dem Speer hervor. Torgosch ist vollkommen verwirrt. Hat er wieder irgendwelche Dinge aus Jokomak? Was sieht er hier? Und auf einmal beißt sie ihm höllisch ins Bein. Es schmerzt, er lässt vor Schmerz den Speer fallen. Sie kratzt ihm nochmal am Arm, genau über die stärkste Rüstungsstelle. Glück gehabt. Ist voller Wut. Igna schreit noch im Hintergrund und er versucht sie zu schlagen, aber sie ist kleiner als er. Das ist er nicht gewohnt. Er kann nicht auf die Beine zielen. Toll daneben. Außer sieht die Torgosch ziemlich kaputt aus. Okay, wie viel Lebenspunkt hast du noch? 13. Gut. Da wird es jetzt so langsam spannend. Krieg ich das auch nochmal hin? So, das war Selinde. Du hattest vorgezogen. Dann seid ihr beide schon mal raus. Nächster. Ich würde auch gern vorziehen und auf die Hexe zu sprinten. Ja, richtig, die Amazone ist tot. Dann das alte Mütterchen.
Aber mir willst du gleich hinterherren? Ich würde rufen, Guardianer Paradise, schütze mich vor Zauberei. Ein Guardianer muss Schild gegen Dämonen wirken. Okay. Zauberzeit? Und zwei Aktionen? Zwei Aktionen, genau. Zwei Aktionen, gut. Isarun darf noch 8 Schritt machen, weil sie ja schon einmal zugehebt hat. Einmal den Zauberschild. Gut, wie viele Punkte sind das? Das sind 6 Fertigkeitspunkte. Achso, du meinst jetzt, wie viel ASP investiert? Wie ist die Zauberschildstärke? 6. Schützt dich jetzt 6. nur gegen Dämonen. Nee, gar nicht. Nicht nur gegen Dämonen, sondern gegen Zauber zusätzlich. Und gegen Dämonisches. Richtig, genau. Das ist kommutativ. So, ich. Das ist eine Schildstärke von 15, ne? Genau, ich würde 4. Doppelte Sternchen plus 3. Weil 3 ASP mindestens eingesetzt. Genau. Also sind 15. Du hast 15 Punkte und gegen genau. Dämonen zählt jeder Punkt mit 7 eben. Ja, wenn dich Dämonen mit dämonischen Angriffen oder ihrem Körper treffen wollen. Ich gehe genau aus, dass der Drache. Gegen elementares Drachenfeuer zählt da nur die doppelte, nicht die dreifache. Nee, da zählen nur die 15 Punkte. Nur die 15, sagen, wenn, genau. Wenn jetzt irgendwie so ein Drachenstrahl ankäme, dann wird der mit 15 Punkten reduziert werden. Der Drachenstrahl. Aber der untote Drache kann wahrscheinlich nicht in dieses Schild eindringen. Genau, das ist richtig, weil er dämonisch auf Targunitot ist. Ich würde bei dem Draco dann bleiben, beim Geweihten. Mhm. Ihn schützen. Es sind die Gesichtslosen. Ich fange an mit einem Aufstieg. Drache fängt an loszufliegen. Er sieht die schwarze Kugel, brüllt einmal und der Flammenstrahl wird gezielt auf. Nicht unbedingt Abelmir, sondern vor allem erst einmal Dracula. So. Mittlere Empfindung, bla bla, bla bla. Da. Alle 3 Kampfrunden kann er eine Aktion aufgeben, einen gezielten, schmalen. Gut, jetzt hier steht Eisstrahl. Wollen wir einen Eisstrahl machen oder wollen wir einen Flurfer? Eisstrahl, klar. Der Effekt Eis ist ja auch lustig. Kann ich Teriak-Strahl kriegen? Du kannst dich in den Strahl reinstellen und vielleicht wirst du sogar geheilt. Das findest du dann raus. Einen schmalen Eisstrahl auf maximal 21 Schritt entferntes Ziel. Er fliegt, wie gesagt, gerade los. Die Wirkung entspricht einem Zorn der Elemente mit 2W6 plus 12 TP. Kann er alle 3 Kampfrunden machen. Er wird ungefähr hier stehen müssen, damit er 21 wieder entfernt ist, also so in diesem Umkreis hier. Er fliegt, wie gesagt. Achso, er fliegt hier sozusagen über die komplette Szene. Ja, okay, genau, cool. Er fängt jetzt an zu fliegen. So, ein dünnes Eisstrahlchen. 3 Punkte. Was heißt hier dünnes Eisstrahl? Ein gewaltiger Strahl bricht aus seinem Maul. Du kannst elementare Kälte spüren, die dich verzerrt und du merkst, wie die Kräfte jetzt an deinem Guardianum herumreißen und die Kugel, die Kuppel um dich herum wird sichtbar. Sie friert auch ein und muss gerade schauen. Ich hatte gesagt, 2W6 plus 12 sind 15 TP. Boah, das reicht genau. Das reicht genau, um deine Kuppel zu zerplatzen. Also wie gesagt, die Kuppel friert einmal ein. Du kannst sie sehen, schimmern, normalerweise nur unter dem Odem Arcanum sichtbar. Und dann zerspringt sie einfach, nachdem du sie eben gerade einmal gewirkt hast. Innerhalb von einer einzigen Aktion zerborsten. General Vorboroch fliegt weiter. Ömer könnte natürlich jetzt auch vorziehen und irgendwie schießen auf seinen Bauch oder so, die Gedärme, die da raushängen. Aber er hat gerade die Kugel gesehen. Na, Ömer zielt ja noch unter alte Mütterchen, deswegen würde er jetzt nicht vorziehen an der Stelle. Gut. So, Abelmir ist durch, Isarun ist gelaufen, Jalan dürfte noch, wenn er will. Ja, ich habe sogar noch 2. Ich gebe dem Jungen erstmal einen schönen, ich kann leider keinen Hammerschlag machen, deswegen machen wir einen neuen Hammerschlag draus. Wie geht's eigentlich gerade Iolaus? Der hat schön eins aufs Bein bekommen, guckt sich irgendwie diesen Golem an, guckt, ob er sich verteidigen muss gegen das Ding. Ein riesiges Knacken von deinem Bein. Du merkst auch, dass das Knie so ein bisschen nachgegeben hat. Vielleicht ja, aber ansonsten würde ich gern von dem Ding weglaufen. Weglaufen? Du willst dich umdrehen und laufen? Ich will keinen Passierschlag passieren. Ich warte einfach ab, was passiert. kriegt er bei 0 Inni überhaupt Passierschläge? Passierschläge werden deswegen nicht ausgesetzt. Okay, dann... Gut, ich ziehe erstmal vor, ich kloppe ihn und dann gucken, wo er noch steht. Genau, richtig. Das ist ja das Schöne von der hohen Initiative. Da hast du das, der geht gerade so durch. Kommt hier der Schaden. Das sind die 24. Ja, gut. Trefferzone ist jetzt nicht so prickelnd, der wird also noch stehen. Nee, 24, ich hätte noch 21 Lebenspunkte. Achso,
Wenn du drei Rüstung hast, die Rüstung, dann gehst du genau auf 0. Ja, ich hacke ihm links und rechts erstmal eine Weile auf die Beine ein, um ihn, wenn ich aus dem Gleichgewicht zu bringen, von Iolas wegzutreiben, bis er irgendwann einknickt und ich ihm in aller Ruhe den Kopf absäbeln kann mit zwei, drei sehr kräftigen Hieben, um sicherzugehen, dass er endlich aufhört, sich zu bewegen. Ja. Dann mache ich jetzt aber doch einen Sturmangriff in deinen Rücken. Nochmal mit Zylinder. Gib her. Bitte, lieber Würfelgott, hilf mir. 14. Schafft sie das? Hat sie einen 18er Angriffswert? Nein, sie kriegt ja eine Erleichterung. Also 5er Erleichterung. Hat sie einen 13er Angriffswert? Nein, hat sie nicht. 13er? Doch, 13 hat sie. Dann hat sie genau getroffen. 1W6 plus 4 ist der Normalschaden und die Geschwindigkeit aktuell ist 15. Hälfte. Wir kommen nochmal 8 dazu und dann nochmal 4 vom Sturmangriff. Also, wir würfeln einmal den Schaden. 1W6 plus 4 und dann plus 12. Aber die hat mich doch schon zweimal gehauen. Wie viele Aktionen hatten wir denn? In dieser Runde? Du hast recht. Wir haben in dieser Runde zweimal gehauen. Ach, die hat schon gehauen. Okay, egal, machen wir es jetzt, sagen wir, sie hat nächste Runde vorgezogen, denn das kann sie, also würfeln. Richtig, weil Ömer wollte ja auch nicht. Ömer wollte ja auf die Hexe ziehen. Das können wir uns genau, ich will angucken. Auf die Hexe schießen. Richtig, das können wir uns gleich angucken, was da passiert. 1 plus 4 sind 5. Plus den Sturmangriff plus 5. Sind 18. Das sind 18. Mhm. Meiner Rechnung nach. 5 plus 12. Sind 17 dann. 17? Ja, gut. Also, soll ich nochmal durchrechnen? Also, 1 plus 4 plus 12. Ja. Also 1 plus 16. 1 plus 6 plus 16. Sind 17, ja. 17, gut. In den rechten Schildarm, in den Schildarm, rate mal, wie viel davon durchkommt. Erzählen. Exakt 0. Warum? Achso, weil sie sich scheinbar erst durch die Platte schneidet und dann an dem blauen Rüstung sauer hängen bleibt. Ist so eine Dose, Alter. Weiß nicht, wahr. Ein Zahn bleibt vermutlich noch so knapp über dem Arm hängen. Da hat sie das gehabt. Ja, danke, ich sehe dann diesen Golem vor mir umfallen. Dankeschön. Dreh mich um, lauf zu Ignor. Kriegst kein Passierschlag. Ich muss ja eine Aktion Position machen, weil ich ausgewichen bin. Und dann eine Aktion laufe ich und. Laufen kannst du so. Du musst nur zum Angreifen erst wieder positionieren. Achso, wenn er irgendetwas tun will, außer freies Ausweichen, muss er eine Aktion Position machen. Er hat das schon richtig gemacht. Ach, warum erzähle ich heute denn nur Scheiße? Ja, dann, ich habe nur noch 7 Reichweite, aber das reicht. Und mein Guardianum dürfte so ziemlich die Krähen einfach wegdrücken. Ja. Weil der wirkt gegen Einfluss und das ist ein Einflusszauber. Das ist richtig. Vorher kriegt er. Nee, der Einfluss, das sind keine Krähen, das sind das Wesen, die da sind. Du könntest sie vielleicht wegdrücken, wenn du Schild gegen Dämonen hast, weil Frosty die als dämonisch fast schon beschrieben hat. Aber im Normalfall, die Krähen sind eigentlich ganz normale Krähen, da ist kein Einfluss, den du da wegdrücken kannst. Der Krähenruf ist dein Einflusszauber. Der Krähenruf ist ein Einflusszauber. Aber ich stehe tatsächlich auf Johnnys. Das sind beeinflusste Krähen und kein Zauber, den du dann damit wegdrückst. Ich stehe auf Johnnys Dings, dass die Krähen nicht gedingst sind. Die Krähen sind beeinflusst, aber du kannst den Zauber nicht entfernen, weil der Zauber sozusagen schon längst abgegolten ist in dem Sinne. Da macht dann gar nicht mehr nichts. Du bräuchtest hier eine Zone Beherrschung brechen. Das sind echte Krähen. So, dann, das ist der Schaden von den Krähen an Ignar. Er hatte eine Dreier-Rüstung, das heißt, wir können die ganzen Dreier streichen und die Zweier streichen. 5 minus 2 können wir, wie gesagt, nur 6 dabei. Dann ist er bei 25 Schadenspunkten bisher. Du bist also für einen Zwerg noch im taffen Bereich. Das steht besser als ich da. Und Iolaus stellt fest, dass die Krähen von dem nicht beeinflusst werden. Dann darf Ömer jetzt schießen. Das alte Mütterchen soll mir erstmal sagen, was sie tun will. Vielleicht will ich ja vorziehen. Genau, also ich hatte jetzt einfach angenommen. Okay, sie würde gerne jetzt einen weiteren Krähenzauber sprechen. Oder macht sie das? Das hat sie auf jeden Fall letzte Runde versucht. Ja, und schon ich hatte noch überlegt, ob sie irgendwie einen anderen Zauber mal kreativ ist, aber der Krähenruf funktioniert so gut. Denkt dran, dass sie eine Dreier-Schwernis kriegt. Für? Weil sie denselben Zauber, der gerade gescheitert ist, nochmal macht. Oder war der nicht gescheitert? Der war nicht gescheitert. Nee, die Krähen zerstört doch gerade Ignar. Das macht es einfach nochmal. Ich dachte, sie hat noch einen gehabt. Ja. Das überlege ich mir jetzt gerade. Ich glaube, ich mache mal 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf, warum fünf? Wir sind noch sechs. Wir müssen hier im Baum versteckt. Ja, den hab ich schon gesehen. Und ich lieg hier unter dem Fleischgolem. Wer
Ich immer nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich muss auch richtig zählen. Ich würfel einen W6 und dann gucken wir uns mal an, gegen wen das geht, weil Igna ist sowieso schon draußen. 3. 1, 2, 3. Ich nehme Isarun, weil das macht keinen Spaß, wenn die Krähen sowieso schon hier sind. Sie sieht, dass Isarun sie angreifen will, mit einem gezogenen Flammschwert rennt die Kriegerin auf sie zu. Und dann kommen jetzt 13 plus 2 Krähen auf dich zu. Alles klar. Ein weiteres Limbus-Tor, was sich öffnet. Und weitere faule Krähen, die widerwärtig nach Aas riechen, die auf deine Rüstung einstrahlen. Von allen Seiten tockt es gegen dich. 15 Stück. Drissviecher. Isarun wedelt mit der Hand so vor sich rum. 2, 3, 4. 4 Stück würden treffen. Wie hoch ist deine Rüstung? 5. Krieg 2 Schaden. Dann kriegst du 2 Schaden. Gar nicht so gut. Plus den Armatrotz. Das war der Armatrotz. Gut, dann ist das Mütterchen jetzt fertig. Limbus-Tor ist geöffnet. Immer. Zwei Aktionen zielen. Dann bin ich dann ich 3 noch. Punkte gezielt auf das eine Mütterchen. Okay. Gut, dann sind, glaube ich, alle durch. Ich noch nicht. Wurde mein Armer... du hast noch gar nichts gemacht. Ich würde meinen Guardianum erneuern. Guardianum Paradise, schütze mich vor Zauberei. Gut. Wie eben gegen Dämonen. Gut. Das Spiel hier können wir noch ein bisschen spielen. Zwei Aktionen, wieder zaubern und dann ist die nächste Kampfrunde. Genau. So, jetzt möchte ich ein bisschen kreativer werden. Ömer hat natürlich keine Ahnung von Magiekunde, aber wir schauen mal, was sie denn... Was hat Ömer? Keine Ahnung von Magiekunde? Ömer hat Magiekunde 11. Ja. Spezialisierung dämonisch. Ja, aber sie versucht es mit unten. Würfel einfach mal. Kannst du umsonst tun. Beziehungsweise es kostet dich eine Aktion. Oder du weißt ist das, halt, ist das Magiekunde, Dämonologie zählt oder Dämonologie nicht? Dämonologie würde ich nicht zählen lassen. Oder? Nee, eher nicht. Wenn es keine dämonische Sache ist, dann ist es keine dämonische Sache. Es ist eine hexische Sache. Sie würde gerne zu einem Fluch ansetzen. Ja, dann sollte sie mal auf Berührungsdistanz kommen. Fluch entweder Berührung oder über das Tier. Ja. Sie wartet darauf, dass Isarun anstürmt. Und mit einer angestürmten Isarun kann sie dann einer der Krähen den Kopf abschneiden und sie damit verfluchen. Das ist ihr Ziel. Isarun kommt hier angelaufen. Das unterstütze ich. Gut. Das ist das, was du herausfinden kannst mit deiner hohen Initiative. Wir fangen von oben an. Das kleine Mädchen lebt noch, die kleine Selinde. Dann greife ich jetzt mal. Die kleine Selinde hat schon Sturmangriff. Genau. Sie hat jetzt ja ihren Sturmangriff gemacht. Korrekt. Dankeschön, den hatten wir vorgezogen. Dann Ömer mit der 23 dürfte noch was tun. Ich nicht vor. Fleischgolem ist tot, alles andere ist tot, das alte Mütterchen. Gut. Iolaus, also ich will auf jeden Fall vorziehen, mein Speer, meine ersten Aktionen aufheben. Schaffe ich das in einer Aktion? Hast du Schnellziehen? Oh, das ist eine gute Frage. Wenn du Schnellziehen hast, ja, sonst zwei. Ich würde sagen Gewandtheitsprobe. Oder Fingerfertigkeit. Ich habe schnell ziehen. Ah, dann Freunde. Fingerfertigkeit. Scheiße. Ja, das klappt sogar. Alles klar. Dann möchte ich jetzt meinen freien Schritt tun und der guten Dame da vorne in den Rücken stechen. Plus 5, minus 5. Ja, mach einen gezielten Stich natürlich. Also um 1 erleichtert. Hat sie Rüstung an? Sie ja, 4 Punkte. Natürlich einen Rüstungsschutz von den Viechern. Ja, geht ist durch. Aber trotzdem gelungen. Ich 10 Schaden in den Rücken. Hatte sie schon was bekommen? Von ja, dir von nicht. Einmal von Jalan. 25 Stück. 25 plus 10. Ziehen wir Rüstung ab. Aha. Nee, ist gezielt. Dann ist sie tot. Lebenspunkte vom Kind des Moores sind 28. Beschreiben. Ja, Torgosch greift schnell nach dem Speer, sprintet einen Schritt nach vorne und rammt dem Mädchen von hinten den Speer durch den Kopf. Das Blut spritzt noch bis in Jalans Gesicht. Ah! Stirb. Ja, das war's. Gut, dann Iolaus. Gut, wie viele Krähen sind da noch bei Igna?
13, nee, 12, Entschuldigung, 12. Ja, ich fürchte fast, ich muss ihm wehtun, damit ich ihm helfen kann. Tu es. 3, 2... Fulminictus Danakai, triff und töte wie ein Pfeil, Welle des Schmerzes. Macht einen Schadenspunkt, die Krähen haben aber mehr. Nein, das macht nicht einen Schadenspunkt. Das macht X, das ist die 6 Ausdauerpunkte Schaden. Und Welle der Reinigung macht überhaupt keinen Schaden, sie tötet noch was mehr. Ja, die, achso, du wolltest keine Welle, sondern du willst jetzt 12 Stück abschießen. Die macht Welle, Welle des Schmerzes. Eine Schmerzwelle breitet sich vom Elfen ungezielt in alle Richtungen aus und zieht alles bis 3 Schritt Entfernung in Mitleidenschaft. Für je 3 ASP richtet der Schaden 1 D6 SPA bei allen umstehenden Lebewesen an. Okay, gut. Dann danke fürs Vorlesen. Wie viele SPA willst du machen? Für meine Zauber? Ja, ich muss. Nee, erstmal ansagen, wie viele ASP ersetzen will, das sind die Anzahl an Würfeln. Dann. Modifikation ist ja auch. Einsatz ist wie oben. Ich muss ASP bezahlen, wie viel Schaden er macht. Genau, aber du musst ja. Die Modifikation hat doch eine Schwernis, oder nicht? Also, du würfelst, glaube ich, jetzt aus, wie viel Schaden du gemacht hättest. Und so viele ASP darfst du dann maximal einsetzen. Weil die Kosten werden immer noch über diese Formel oben bestimmt. Denke ich. Genau. Sternchen. Das ist ein Kraftzauber. Das heißt, ich krieg 2 Erleichterungen. Wille Schmerz ist eine plus 3. Ja, und ich krieg 2 Erleichterungen, da das ein Kraftzauber ist. Durch meinen Stab und meine Robe. Hm. Waffe. Das ist gelungen. Das sind dann 3-mal. Für je 3 ASP macht der 1W6 Schaden. Und ich bezahle 9 ASP minus 1, 8. Nee, du wolltest 2W6 plus Sternchen, dachte ich jetzt. Genau. Ja. 2W6 plus, plus die Sternchen. Ah, stimmt, die 2W6 habe ich vergessen. Kein Fulminictus. Okay. Doch, klar, es ist ein Fulminictus, aber es ist kein Ignifaxius, wo du die Würfelzahl aussuchst. Nein, aber aus diesem bestimmt er jetzt, wie viele Würfel er für Welle des Schmerzes schmeißen darf. Nicht darf, muss. Nämlich 15, da kann er maximal 5 schmeißen. Genau. Er muss. Okay, wenn er muss, dann muss er ja. Bringe genau. Es ist SPA? Muss halt. SPA. Das ist die Hälfte Lebensenergie. Das, wenn er jetzt das ist sozusagen so eine Welle, die einem so richtig vor Schmerzen auch die Luft aus den Lungen drückt. Wenn er jetzt 10 schmeißt, sind die Krähen tot. Ja, und ich habe 5 Würfel. Ja, komm, gib her. Das war aber knapp. 13, okay, damit sind alle Krähen tot und wir machen 13, sind 7 echte. Dann hat Igna noch 32 Lebenspunkte minus. Das wird schon richtig knapp. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hat so ein normaler Zwerg? 30 bis 35, also 30 ist eher selten, eher mehr. Also 35 ist ein guter Wert für einen toughen Zwerg, einen Erstzwerg. Er ist ja kein Guter, er ist ja nur ein Träger. Ja, aber genau, deswegen hat er ein bisschen Konfi, denke ich. Auch wenn er keine Kampfskills hat. 38 Lebenspunkte. Ja, also 35 kann er locker haben. Dann ist er jetzt vielleicht kampfunfähig. Kampfunfähig auf alle Fälle. Die Ausdauer ist ihm aus dem Leib getrieben. Er fällt um und fängt an, aus der Nase, aus den Ohren und aus den Augen zu bluten. Gut, aber ich habe keine Aktion mehr. Richtig, gut. Eolas ist fertig. Igna ist auch fertig. Torgosch hatte hinten angegriffen. Abelmir.